Der Schnee fällt langsam und leise hier in den Gebirgen der Orni auf den Boden, während dort am Himmel der böse Titan Vamedo seine Kreise zieht. Und ihn werden wir uns heute vornehmen. Und damit willkommen zurück, Freunde, bei The Legend of Zelda Breath of the Wild Ultramodded. Wir sind beim letzten Mal im Dorf angekommen und wurden jetzt in den kalten Norden geschickt, denn hier befindet sich der Flugplatz, bei dem Teba sich aktuell darauf vorbereitet, alleine gegen den Titanen Vamedo zu kämpfen. Dass das ein Selbstmordkommando ist, weiß jeder im Dorf, bloß er selber ist sehr überzeugt von dem, was er tut. Dementsprechend sollen wir zu ihm gehen und ihn überzeugen, gemeinsam mit uns zu kämpfen, denn ein Krieger wurde bereits im Kampf gegen Vamedo verletzt und das Dorf will nicht noch einen zweiten Krieger verlieren, was natürlich verständlich ist. Ich frage mich jetzt nur gerade, ob auf diesem Dach ein Croc ist. Ja, ist er tatsächlich. Deswegen klettere ich hier gerade hoch. Oh je. Jetzt habe ich gerade meine gesamte Ausdauer verbraten. Jetzt müssen wir kurz warten, bis unsere Ausdauer wieder da ist. Um dann hier hochzukommen. Und mit diesem Croc zu interagieren. Hallo mein Freund. Schön, dass du da bist. Aber er ist nur eine Randerscheinung. Eigentlich sind wir wegen ihm hier. Soundtrack so schön. Teba, Krieger der Orni. Was willst du hier? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Er hat nicht viel Interesse, mit uns zu kooperieren. Hast du das nicht gesehen? Ich bin beschäftigt. Ich kann dir helfen. Mir helfen? Womit genau? Mit Vamedo. Lass mich das sofort klarstellen. Irgendein komischer Hylianer will mir dabei helfen, Vamedo zur Strecke zu bringen. Das kaufe ich dir nicht ab. Was ist dein Name? Ich bin Linkel. Linkel, hä? Linkel. Ich bin Teba. Aber das wusstest du bereits. Ich schätze, der Älteste hat dich gefragt, um hierher zu kommen und mit mir zu reden. Stimmt das? Das stimmt. Ja, wenn der Älteste irgendeinem Typen, komischen Random-Typen vertraut, der einfach nur rumläuft und so in der Stadt. Naja, schau mal. Du siehst aus wie ein ganz gutes Mädchen. Aber lass mich eine Sache klarstellen. Ich gehe nirgendwo hin. Als ein Orni-Krieger kann ich nicht ruhig schlafen, bis meine Leute in Sicherheit sind. Es gibt nur einen Weg, um Sicherheit zurück in das Dorf der Orni zu bringen. Richtig. Das ist es. Das ist der Weg, wenn wir Vamedo zur Strecke bringen. Wenn ich Medo umbringen muss, dann soll es so sein. Nur dann werde ich zurück ins Dorf gehen. Dann lass uns anfangen. Bist du sicher? Naja, reden kann jeder. Wie der Älteste sagte, der einzige Weg ist, Vamedo aufzuhalten, indem man in ihn reingeht. Um das hinzukriegen, müssen wir, erstmal gegen ihn kämpfen und so weiter, du weißt Bescheid. Du hast also nicht nur keine Flügel, sondern auch keine Ahnung, wovon du redest? Dann hör mal gut zu. Nur einer der fünf Recken kann das Tor des Titanen öffnen. Und diese Recken sind alle vor 100 Jahren komplett krepiert. Krepiert, oha. Ganon hat sie umgebracht, aber egal. Selbst wenn du Medo betreten könntest, wenn man sich dem Titan einfach so nähert, wird man leichte Beute für seine Geschütze. Deshalb werde ich dich zuerst testen. In diesem Tal gibt es starke Aufwinde. Wir Ornikrieger nutzen sie, um hier unsere Bogenkünste zu trainieren. Diese Aufwinde sind so stark, dass es schon ausreicht, ein Tuch über seinen Kopf zu halten, um abzuheben. Dann wollen wir mal sehen, ob du dich, so einer Orni-Prüfung stellen kannst. Bleib in der Luft und zerstöre 5 Ziele in 3 Minuten. Easy. Na dann, auf geht's. Das ist ja... 5 Ziele in 3 Minuten, das schaffe ich ja wahrscheinlich in 30 Sekunden. Das ist wirklich super einfach. Da haben wir die Nummer 1. Und 2. 3.
4. 5. Gar kein Problem. Ich weiß nicht, warum sie einem hier 3 Minuten geben. Du bist ein Meister mit dem Bogen. Es kam mir vor, als hättest du die Zeit kurz stillgestanden, als du geschossen hast. Ich muss dir was erzählen, Linkel. Als du das erste Mal aufgetaucht bist, dachte ich mir, da will mich schon wieder jemand komplett verarschen. Aber nachdem ich gesehen habe, wie du mit dem Bogen umgehen kannst, naja, dann weiß ich, dass du wirklich was drauf hast. Du musst schon die eine oder andere Schlacht gesehen haben. Ziemlich viele. Dachte ich's mir doch. Linkel, es kommt mir so vor, als hätte ich den Namen schon mal irgendwo gehört. Naja, wenn du mir wirklich helfen willst, Medo runterzukriegen vom Himmel, jetzt oder nie, ich bringe dich in Position und dann kannst du den Kanonen den Rest geben. In dieser Truhe dort hinten ist dein Bogen, den ich modifiziert habe. Nimm ihn und sag mir, wenn du bereit bist. Okay, ich werde erstmal die Pfeile hier mitnehmen. Die kann ich nämlich sehr gut gebrauchen. So, wenn er sagt, dass da ein modifizierter Bogen drin ist und ich den hier auch noch mitnehme, dann muss ich mal kurz mein Inventar hier ein bisschen aufräumen. Der ist nämlich gleich kaputt. Dann werfe ich den weg. Und dann werfe ich hier diesen Exile-Bogen auch noch weg. So, wer braucht den Exile-Bogen, wenn wir gute Schwalbenbögen haben können? Einmal den hier. Und einmal den hier. Sehr schön. Die Zeit ist gekommen, den Titan Vamido aufzuhalten. Mit normalen Pfeilen kannst du nichts gegen seine Geschütze ausrichten. Zerstell sie mit Bombenpfeilen. Hier hast du ein paar. Aber das ist eine einmalige Sache, denn sie sind nicht billig. Ja, ich habe auch schon welche gekauft. Außerdem ist es da oben kalt. Wirklich kalt. Ohne entsprechende Vorbereitung kommst du nicht weit. Hast du die Schutzkleidung oder geeignete Nahrungsmittel dabei? Habe ich. Gut. Aber lass mich dir vorher noch eine Frage stellen. Warum nimmst du das alles auf dich? Warum willst du mir dabei helfen, Medo zu besiegen? Um Zelda zu retten. Zelda? Die Prinzessin von Schloss Hyrule, der unser Räke Rivali vor 100 Jahren diente, hieß genauso. Ich weiß nicht, was für eine Verbindung zwischen ihr und Vamido besteht. Aber egal, wir beide werden Medo zusammen besiegen. Habe ich recht? I'll give my best. Dann sollten wir langsam aufbrechen. Steig auf. Okay. Guys. Der erste Kampf gegen einen Titan. Oh, und wir haben jetzt hier die neue Musik. Oh mein Gott, ist die gut. Die passt so gut. Und schaut mal, wie scharf gestochen der ganze Boden noch ist. Boah, ist richtig kalt hier oben. Oh mein Gott, die Kastenmusik, wie gut sie ist. Und die Grafik. Holy shit. Seine Barriere ist wieder an. Was für eine Schande. Was ist los, Linkel? Zu ängstlich, um zu reden? Lass uns den Plan ausführen. Siehst du die Kanonen? Ich ziehe ihr Feuer auf mich. Während ich das tue, musst du sie mit den Bombenpfeilen zerstören. Verstanden? Okay, passt. Let's go. Alles klar. Dann lassen sie diese Kanonen in die Luft jagen. Oh mein Gott, der Soundtrack, Leute. Ich glaube, 2 Bombenpfeile reichen. Oh, beide haben nicht getroffen. Uff, Moment. Die haben aber getroffen, oder? Ja, die erste ist down. Die erste ist kaputt. Oh mein Gott, wie gut diese Musik passt. Das lässt das alles so episch wirken. Das ist insane. So, ich muss ihn mal hier kurz droppen, weil die Kanone auf uns schießt. Und jetzt machen wir hier Feierabend. Oh, ich glaube, ich habe drüber geschossen. So, das war's. No joke. Das lässt diesen Kampf so viel epischer wirken. Und auch wie man noch den ganzen Hintergrund so scharf gestochen sieht. Holy shit, ist das episch. Das ist wirklich episch. Das ist Epic sein Vater. Und zeigt einfach mal wieder, wie viel krasser Breath of the Wild noch sein könnte mit eigener Musik. Aber wofür gibt's Mods? So, und wenn wir jetzt mit unserem Bombenpfeil noch einigermaßen sparsam umgehen, können wir sogar noch einige von den Bombenpfeilen mit in den Titanen nehmen. So, das ist die letzte Kanone, denke ich. Und das war's. Wir haben die Kanonen zerstört.
Und damit bricht seine Barriere zusammen. Man hört noch den Vogelschrei. Wir haben es geschafft. Die Barriere ist Geschichte. Er wurde getroffen. Sieht so aus, als hätte ich was abgekriegt. Tut mir leid, aber ich muss erstmal zurück zum Flugplatz. Mach dir keine Sorgen, es ist nichts Schlimmes. Und du solltest dir jetzt Medo vorknöpfen. Link, du schaffst das. Zum ersten Mal die Titanenmusik. Ich freue mich total. Sieh mal an, ein alter Bekannter. Ich wusste, du würdest hierher kommen. Dass du mich allerdings 100 Jahre warten lässt, hatte ich nicht geahnt. Du bist hier, um Mido Ganons Klauen zu entreißen, oder? Das stimmt, Rivali. Dann solltest du dir zuerst einmal die Karte besorgen, die den inneren Aufbau des Titanen zeigt. Das ist der Leitstein, der die Daten der Karte enthält. Meinst du, du kannst ihn erreichen? Ich gebe mein Bestes. Hier wären wir. Oh mein Gott, wie epic das aussieht in 4K. Tschüss. So, nein, ich möchte nicht mit Bombenfallen hier agieren. Dann springe ich mich noch selber in die Luft. Oh, warte, ich habe das Auge nicht getroffen? Hä? What the hell? Kann ich das nicht treffen? Ah, okay, ich musste von woanders feuern. Auch hier werde ich natürlich versuchen, an jede Truhe ranzukommen. Das ist klar. Ich weiß aber nicht, ob man das irgendwo überprüfen kann. Ich bin mir gar nicht sicher. Obwohl, er wird auch als, ja, quasi als Teleport-Ziel gehandelt. Vielleicht scheint da auch das Thronsymbol, wenn wir alle haben. I don't know. So, ich werde einfach mal mein Bestes geben. Dann könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, sollte ich vielleicht eine Truhe vergessen oder so. Aber ich denke, das ist nicht so tragisch. Wie gesagt, das hat ja auf den Spielverlauf hat das ja keine Auswirkung. Okay, manchmal ist das Feuern auf diese Augen ein bisschen strange. Also entweder ist die Hitbox komisch oder ich habe irgendeinen Knick in der Optik. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, woran es liegt. Oder es hat was damit zu tun, dass dieser Titan hier permanent in Bewegung ist und sich dadurch irgendwie das Zielen irgendwie verändert. Oder ich weiß es nicht. Irgendwas ist hier komisch. So, da oben ist aber ein Auge. Das killen wir direkt. Alles, was ich sehe und alles, was ich töten kann, erledige ich direkt. Da unten ist auch noch eins. Man sieht es immer gelb durchschimmern. Dieser ganze Schleim ist eigentlich immer nur schwarz-pink. Aber ab und zu sieht man was Gelbes und dann weiß man, das ist das Herz des Übels. So, und wenn ich eine Truhe sehe, dann werde ich natürlich auch direkt hier die Truhe mitnehmen, bevor ich die noch vergesse. 5 Bombenpfeile. Das hat sich definitiv gelohnt. Okay, wie gesagt, ich sollte mir eigentlich erstmal die Karte holen. Das wäre eigentlich die klügere Variante. Aber, naja, ich bin nicht immer klug. Oh, boy. Wer oder was bist du denn? Oh, was? Das reicht nicht mal? Ich habe ein 45er Angriffsschwert. Holy shit, und das reicht nicht.
Aber wisst ihr, was das erste ist, was ich mir denke, wenn ich sowas sehe? Erstmal fotografieren. Ein Fluchmoblin. Okay. Und das ist wahrscheinlich noch ein Fluch. Oh mein Gott, der macht übel Damage. Ich muss übel aufpassen. Stopp, stopp, stopp. Ich gehe hier nicht Game Over. Gegen Fluch, Bockblins und Moblins. Never. Das war nix. Das ist ja crazy, dass sie so viel aushalten. Die wurden wohl auch stärker gemacht. Und eigentlich theoretisch müsste hier jeder Schuss ein Headshot sein, aber ich will mal nicht so sein. Okay, wo ist das Auge, was ich treffen muss? Um dieses Ding hier zu besiegen. Ist das draußen irgendwo? Scheint fast so. Von hier kann ich es noch nicht besiegen, aber eigentlich bin ich ja hier runtergegangen. Wegen der Truhe. Deswegen schauen wir uns erstmal die an. Eine antike Achse. Okay, wie gesagt, diese ganzen antiken Sachen, die können wir auch noch gut gebrauchen in Zukunft. Weil wir die eintauschen können, soweit ich weiß. Aber jetzt hole ich mir erstmal die Karte, bevor wir hier irgendwas tun. Denn mit der Karte bekommen wir auch die Fähigkeit, in diesen Titanen immer noch etwas zu verändern. Und da oben ist auch noch eine Truhe, habe ich gerade gesehen. Oh nein, 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 meine Höhe reicht aber nicht aus, um da ranzukommen. Uff, 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 uff. Aber ich finde auch die Musik hier sehr, sehr passend und melodisch. Klingt fast so ein bisschen wie so ein tibetischer Tempel, wenn ihr mich fragt. Und so komme ich hier viel leichter ran. So irgendwelche Windspiele, die hier im Wind, im Wind spielen. Really, Windspiele, die im Wind spielen. Nee, aber gefällt mir. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr atmosphärisch. Ein antiker Reaktorkern ist hier. So, da drüben sehe ich auch noch eine Truhe. Die werden wir jetzt natürlich auch noch snacken. So, ich könnte jetzt auch hier rüber, aber ich denke, bevor wir irgendwas tun, sollten wir an die Karte ran. Und da ist ein Wächter. Aber wir haben zum einen Midnas Krone. Und ein sehr... Ja, dadurch nehmen wir nämlich weniger Damage von denen. Und ein Schwert, mit dem wir massiv Damage machen. Sehr schön. Der Lanze kann man sehr, sehr leicht ausweichen. Deswegen werde ich das mal tun hier. Zack. Und zack. Sehr gut. Das ist sogar eine neue Waffe. Auf die sind wir bisher noch gar nicht gestoßen. Habe ich genügend Platz? Nein, habe ich nicht. Ich werde dafür diesen Speer hier lassen. Und die Wächterlanze mitnehmen. Die macht nämlich 13 Damage. Und Wächterwaffen machen noch gegen Wächter mehr Damage. Das ist so ein bisschen wie ein Pokémon, wenn Geist gegen Geist sehr effektiv ist. So sind auch hier antike Waffen gegen antike Gegner sehr effektiv. So. Und hier sind die Kartendaten, die wir benötigen, um diesen Titan irgendwie stillzulegen. Aber was wir genau tun müssen, das wird uns Rivali jetzt mit Sicherheit gleich noch erklären. Da möchte ich ihm nicht seinen Auftritt wegnehmen. Und von diesen Titanen kriegen wir auch immer eine dreidimensionale Karte, die ich auch sehr, sehr schick finde. Und wir haben jetzt eben Zugriff auf die Steuerung. Wir können jetzt Dinge hier verändern. Wir haben Zugriff auf die Mechanik. Aus, als hättest du die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh sie dir gut an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Omedo zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Jetzt kannst du wirklich mal unter Beweis stellen, ob du als Held was taugst. Keine Sorge. Das werde ich hinbekommen, mein Freund. Da kannst du mir vertrauen. So, und als erstes würde ich vorschlagen, gehen wir... Lass mich nachdenken. Gehen wir mal hier unten lang. Schauen wir mal, was hier ist. Hier ist... Es sieht auf den ersten Moment erstmal so aus, als ob hier Feierabend wäre. Hey, ich kann sogar außen rumlaufen. Das wusste ich gar nicht. Kann ich auch hier langlaufen? Hey, ich glaube, ich war hier vorne noch nie. Schauen wir mal, was hier ist. Ah, das ist ein Fuß von ihm. Das hier ist einer der Füße von ihm. Oh mein Gott, wie riesig das einfach ist. Und wie gut das in 4K aussieht. Schaut euch mal diese Wand an. Wie das Sonnenlicht reflektiert und wie die einzelnen antiken Symbole hier drauf eingemalt sind. Auch die Steintextur. Oh, geil. Die Grafik ist so epic. Die Grafik ist so freaking gut. So gut. So, aber wir stellen uns jetzt hier rein. In diesen, ja, Art Aufzug. Und sorgen jetzt dafür, dass der Titan sich dreht. Beziehungsweise, dass er sich neigt im Wind. Und dadurch fängt diese Gondel an,
sich zu bewegen. Und ich habe es leider nicht geschafft, dieses Monsterteil zu treffen, was etwas ätzend ist. Und mein Bogen ist auch kaputt gegangen, was gleich doppelt nicht gut ist. Aber ich nehme ja irgend so einen wacken Bogen. So, dann müssen wir jetzt den Titan wieder in die andere Richtung drehen. Und dann das Teil hoffentlich treffen. Das ist, wie gesagt, gar nicht so einfach. Weil sich eben zum einen der Titan neigt. Und auf der anderen Seite man sich auch relativ schnell bewegt. Oh, das war kein Treffer, really? Aber von hier kann man es treffen. Sehr schön, das war ein Treffer. Jetzt können wir direkt den Titan wieder in die andere Richtung drehen. Weil jetzt verschwindet der ganze Monster-Schlons hier drüben. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Ist das irgendwie... Ich weiß nicht. Also, ist dieser Schleim irgendwie der Körper dieser Augen? Ist dieser Schleim magisch? So, aus was besteht das? Dieser Schleim ist super widerlich und vor allem das gesamte Schloss Hyrule ist damit überzogen. Also dieser Schleim ist wohl irgendwie... Steht er in direkter Verbindung mit der Verheerung Ganon. Das ist nichts Schönes auf jeden Fall. So, und hier ist der erste der 5 Kontrollpunkte, die wir aktivieren müssen. 4 Kontrollsiegel fehlen. So, und jetzt kommen wir auch wieder von der Seite hier rein. Jetzt werde ich hier schon wieder das Hubmatch wieder gehört. Genau, hier ist jetzt wieder so ein Teil. So ein Monster-Spawner. Also irgendwas ist hier los. Meine Pfeile machen komisches Zeug hier ab und zu. Das ist echt nicht schön. Und vor allem diese Köpfe hier, die darf man nicht unterschätzen. Gerade diese Moblin-Ausgeburten. LOL! Die haben sogar eine Truhe gehalten. Das wusste ich gar nicht. Mit 10 Eispfeilen. Das war sogar richtig wertvoll. Und aber meine ganzen Pfeile liegen noch hier unten. Ich wollte doch gerade sagen, die müssen hier irgendwo sein. Wenn ich meine Pfeile permanent ins Nichts feuere. Wow, das wusste ich nicht mal, dass hier eine Truhe ist. Sehr, sehr gut. So, ich werde den Titan jetzt erstmal wieder gerade stellen, damit wir uns mal das Ganze hier unter neutralen Bedingungen anschauen können. So, hier ist ein riesiger Hammer, der auf einer Schiene sitzt. Das Kontrollsiegel ist hier drin und der Hammer muss wahrscheinlich hier auf diesen Knopf gefeuert werden. Das ist schon mal safe. Da oben ist sogar eine Truhe, um die kümmern wir uns auch noch. Und wir können hier einen Schalter aktivieren. Die Frage ist, was macht dieser Schalter? Der... öffnet diese Windschleuse hier. Ich kapiere. Und die Windschleuse sorgt dafür, dass das Tor sich öffnet. Okay. Und wahrscheinlich... Ich muss jetzt den Titan drehen. Aber dafür sorgen... Moment, stopp. Dass das hier... nicht davon gleitet. Ich glaube, wenn wir den Titan drehen, dann würde auch dieses Windrad quasi wegsliden und dann würde das Tor wieder zugehen und der Hammer würde nicht auf den Knopf drücken. Warum hat der Hammer das jetzt nicht ausgelöst? Da werde ich wohl noch ein bisschen nachhelfen müssen. Was ist denn so eine Pimmelwaffe, die wir da nutzen können? Machen wir den hier mal. Zack, jetzt haben wir genügend Power aufgebracht. Und dann können wir das hier erreichen. Sehr schön. So. Das zweite von 5 Kontrollsiegeln. Ich glaube, wenn wir fix sind, dann schaffen wir vielleicht sogar alle Kontrollsiegel im heutigen Part. So, aber jetzt will ich auch noch wissen, wie ich da oben in die Truhe rankomme. Aber da der Titan jetzt auch, wie gesagt, sehr, sehr schräg in der Luft liegt, kann ich mir vorstellen, dass wenn ich von hier losfliege, dass ich dann ganz entspannt hier drüben rankomme. Richtig. Sehr, sehr gut. Und das beschert uns einen neuen Bogen. Yay. Sehr, sehr gut. Unser letzter ist kaputt gegangen. So. Ich schau mal auf die Karte. Die anderen 3 Kontrollsiegel sind alle auf der anderen Seite. Dann fliegen wir mal hier rüber. So, und da ist auch wieder so ein Monster-Schlons. Und da ist auch das Auge. Schon wieder. Es ist immer das Gleiche. Ich glaube, ich muss direkt, wenn ich nicht direkt die Pupille treffe, ich glaube, dann prallen meine Pfeile nur ab. Ich muss, glaube ich, direkt auf das Gelbe zielen. Ansonsten klappt das nicht. So, und dich entferne ich jetzt auch ganz fix, bevor du hier irgendwas machst. Da oben ist eine Truhe. Da schauen wir gleich mal, wie ich da rankomme. Wahrscheinlich wieder mit demselben Trick. Einfach im geneigten Meadow schweben.
und dadurch massiv an Höhe gewinnen. Oh, 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 ich komme hier sogar nicht mehr hoch. Außer wenn ich sprinte. Uff, okay, sehr, sehr gut. Ultra knapp. Dann lasse ich kurz meine Ausdauer aufladen. Genau. Doch, das reicht von der Höhe. Sehr schön. Auch das ist, glaube ich, eine Truhe, die ich in meinem normalen Playthrough nie geöffnet habe. Und hier haben wir einen Ritter-Zweihänder. Sehr gut. Waffen können wir immer gebrauchen. Na klar, wenn ich in die andere Richtung fliege, bin ich natürlich sehr, sehr schnell unten. Aber wir müssen noch einmal hier an Höhe gewinnen, um an das Kontrollsiegel hier ranzukommen. Verdammt. Damit reicht meine Ausdauer nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das der gewollte Weg ist. Aber es ist auf jeden Fall einer, der funktioniert. Und ich denke, das ist doch das, was am Ende des Tages zählt. Sehr gut. Genau, dann einfach hier rein. Sehr schön. Das ist Nummer 3 von 5. Und die Kraft von Vamedo schwindet. Beziehungsweise vom besessenen Vamedo. Vamedo ist ja eigentlich ein Guter, aber er hat, wie soll ich sagen, schlechten Einfluss durch dunkle Mächte. So, hier kann ich einmal mit Bomben was wegsprengen. Und da hinten ist nochmal etwas. Da ist noch eine Wand, die ich sprengen kann. Und wenn ich das jetzt aktiviere, dann kommt der Wind. Da kann ich jetzt hier eine Bombe reintun. Und die rollt dann, wird dann wahrscheinlich darüber gefeuert, oder? Ja, genau. Und dann kann ich das hier öffnen. Und dann kommt eine Eisenkugel zum Vorschein. Die ich wahrscheinlich auf den Knopf lenken muss. Und dafür muss ich den Titan sich einmal in die andere Richtung drehen lassen. Dann wahrscheinlich die Kugel in Spur bringen. Mithilfe meines Magnetmoduls. Wenn sie zu mir kommt. Richtig? Ja, weil da drüben ist das eine Art Schiene sogar, die wir nutzen können. Da, wo die Bombe gerollt ist. Dann machen wir aber auch hier den Windkanal wieder zu. Damit die Kugel nicht weggepustet wird. Und dann drehen wir das Ganze wieder in die andere Richtung. Ich frage mich nur gerade, ob ich... Naja, ich kann ja eigentlich noch so weit nachhelfen, wie es geht. Obwohl, nee. Ich habe mich gefragt, ob die Kugel da vielleicht aufgehalten wird. Wird sie aber nicht mal. So, und dann rollt sie da runter. Und aktiviert den Knopf. Sehr schön. Und das sorgt dafür, dass sich dieses Gitter öffnet. Und wir diesen abgesperrten Bereich betreten können. In welchem sich das vierte Kontrollsiegel befindet. Ja, so schnell kann es vonstatten gehen, Freunde. Jetzt müssen wir nur noch auf unsere Karte schauen, wo sich das fünfte und letzte Siegel befindet. Rivale gibt uns sogar mittlerweile auch schon Lob. Er legt seine arrogante Art ein bisschen ab. Er ist jemand, man kann ihn nur mit Taten überzeugen. Worte bringen bei ihm nicht viel. Finde ich eigentlich keine schlechte Sache. Taten sagen mehr als 1000 Worte. So, ihr könnt so häufig sagen, ihr seid der Beste oder ihr seid ein guter Mensch. Wenn ihr auf diese Worte keine Taten folgen lasst, bleiben das nichts weiter als leere Worthülsen. So, ich werde mal den Vamedo wieder gerade stellen. Übrigens, Medo ist ja, glaube ich, der Begriff, also ist ja der Name des Titan und ich glaube, Vamedo ist, glaube ich, immer der Begriff des Monsters, welcher Besitz von Medo begriffen hat. Das darf man nicht durcheinander bringen, ich mache das ab und zu. Ich drehe mal Vamedo noch weiter. Beziehungsweise Medo. Stopp! Falsche Richtung. Moment. Andere Richtung. Weil ich wollte nämlich mit meinem... Oh Gott. Wie ich nichts gegen diese ganzen Viecher hier tun kann. Moment mal. Zack. Oh Gott. Es sind sogar 3 von denen. Okay, weil meine Taktik war es nämlich, oder meine Idee war es, hier den Gleiter zu zücken, um dann über den Slime drüber zu fliegen. Genau so. Genau das war meine Idee. Und da vorne ist das Auge. Da vorne ist das Auge, was diesen ganzen Slime erschafft. Erzeugt. Erschafft ist, glaube ich, der falsche Begriff. Oder? Nein, das ist das Auge. Das Auge, was ich gerade besiegt habe, hat nur dafür gesorgt, dass dieser Aufwind blockiert war. Aber dieses Auge lässt diesen Monster-Spawner verschwinden. Sehr schön. So, und jetzt kann ich, glaube ich, einfach darüber fliegen, weil da drüben ist dieser Zugang nicht mit Schleim blockiert. Das heißt, wir können hier einfach unsere Flugfähigkeit nutzen und damit das letzte Siegel brechen. Und nun ist Medo ganz schutzlos und wir können an seine Steuerungseinheit, um ihn abzuschalten, sozusagen.
nicht die Zeit, dich auf deinen Lorbeeren auszuruhen. Keine Sorge, ich hatte nicht vor, mich auf meinen Lorbeeren auszuruhen. Ich frage mich nur, ob ich jede Truhe habe. Ich kann jetzt aber auch nicht auf die Karte gucken, weil wir jetzt eben im Titanen drin sind. Aber ich würde mal vermuten, dass wir jetzt jede Truhe haben, außer vielleicht auf der Spitze des Titanen. Da gucken wir jetzt gleich noch nach. Ich muss jetzt wieder dafür sorgen, dass er sich in die andere Richtung dreht. Wir sind auch perfekt hier quasi auf der, am Ende der Folge angelangt. Sehe ich richtig. Guck mal, ist da vorne eine Truhe? Nein, nein, das sieht nur so aus. Und ich sehe auch gerade, dass sich Medo selber gar nicht dreht. Wir drehen nur seine Flügel, glaube ich. Weil der Kopf schaut weiterhin gerade aus. Wir drehen lediglich seine Flügel. Crazy. Weil ich kann mir vorstellen, dass auf seinem Schnabel sich nämlich auch noch etwas befindet, was wir gebrauchen können. Sehr, sehr, sehr gut. Das könnte tatsächlich jetzt die letzte Truhe gewesen sein. Was haben wir hier? Ein antiker Riesenkern. Das ist tatsächlich etwas sehr, sehr Seltenes. Den können wir sehr, sehr, sehr gut gebrauchen. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, ob wir hier irgendwie zurückkommen. Ich weiß, das ist gar nicht so easy. Jetzt sehen wir nochmal hier seine Flügelspannweite in seiner vollen Pracht. Der ist schon riesig. Und hier weit über dem Boden, da unten ist das Dorf der Orni. Es ist so krass, dass man hier die ganze Welt einfach noch überblickt. Permanent. Egal wann und wo man sich im Spiel befindet, man hat immer die Möglichkeit, die ganze Welt im Auge zu behalten. Das ist so mächtig. Das lässt diese Welt halt so lebendig wirken. Das ist so mit eines der besten Sachen dieses Spiels. So, die Frage ist jetzt nur, wie gesagt, ob wir hier irgendwie wieder halt zurückkommen. Oder wisst ihr, wir machen das so. Wir machen das ganz einfach so. Wir fliegen hier hin und nutzen den Aufwind hier, um nach oben zu kommen. Sehr schön. So, ich sehe jetzt hier auch keine Truhe mehr auf seinen Flügeln. Dann sorgen wir wieder dafür, dass er gerade fliegt. Und beim nächsten Mal werden wir die Steuereinheit abschalten. Und daran wird uns mit Sicherheit jemand hindern wollen. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Haut rein, euer Hübi.